Ja, mein Müsli des Tages. Mit Heidelbeeren, Bananen und eingeweichtes Getreide, Gerste und Hafer. Okay, das war's. Ja, hallo, guten Abend. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLive. Ich bringe heute wieder die Auswertung des Tages mit. Die Auswertung mit dem Chronometer, heute 87%. Das ist mein Breakfast, wie üblich. Das ist mein Lunch, mein Müsli. Und abends habe ich Kartoffeln mit Red Kebetschke mit Rotkohl gegessen. Das heißt, heute habe ich also 1824 Kalorien gegessen. Und verbrannt habe ich also 2378. Ich habe heute Sport gemacht, 90 Minuten for Pleasure, 350 Kalorien hat das Programm an mir angerechnet. Dadurch habe ich jetzt wieder 553 Kalorien übrig und das kommt zu meiner Tagesbilanz zum Abnehmen hinzu oder wird abgezogen. Also ein guter Tag, 87%. Ich habe sogar heute 79% bei der Omega, weil ich zwei Walnüsse gegessen habe. Ja, also ein rundum guter Tag. Was man noch machen könnte, wäre den Trend. Wie sieht der Trend heute aus? Immer noch 548 im Durchschnitt. Und ich könnte sogar danach, das ist also jetzt hier der Report vom 19. September bis zum 25. Dezember. Und der Durchschnitt liegt hier bei 16% Fett, 73% Kohlenhydrate und 10,5 Protein. Protein ist vielleicht zu wenig. Also knapp. Bei Protein liege ich bei 91%. Und bei Fett bei 59%, bei 49%. Ja, so viel mal von mir. Und das soll es jetzt auch gewesen sein von hier und Tschüss, Leute.